150 pro Monat. Mhm. Das heißt, in den nächsten 3 Monaten werden die Modder-Reihenweise gelöscht. die Accounts so richtig gesperrt, so richtig. Also so ein Mod-Menü, das wirklich tiefer reingeht, als wenn man mit dem ganzen Arm in Analbereich reinstößt. Man sieht dann auch mal. Der Jack bei mir hat da mal erzählt, von wegen, wir müssten ein Anti-Cheat-System wie das von Warzone reinpacken, das auf Kernel-Ebene agiert. Vielleicht gibt's so ein Mod-Menü. Modden darfst du nicht streamen. Wenn ich einen Modder entdecke in der Lobby bin, mache ich kurz diesen hier. Zack. Mache kurz diesen hier. PlayStation. Oder so. Oder ich mache kurz diesen hier. Bisschen City Lights. Geh wieder zurück ins Spiel. Da-d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 a. Bam bam. Ciao Modder. Komm zurück. Ja, ich muss kurz. Hups, was ist mit dem Spieler gerade passiert? Upsala. Ja, klatscht ruhig mal. Ha, klug, ne?